Wir werden natürlich alle Vorbereitungen weiter treffen, dass der Flugbetrieb schnellstmöglich wieder anlaufen kann. Dafür müssen natürlich die Vorfahrten, die Terminals, das Vorfeld muss alles wieder freigegeben werden von den Sicherheitsbehörden. Und sobald dies der Fall ist, werden wir natürlich versuchen, noch möglichst viele Reisende heute hier glücklich machen zu können. Inwieweit können Sie abschätzen, wie lange das noch dauert? Also klar, heute auch im Laufe des Abends kommt es weiterhin zu großen Verzögerungen, ganz viele Streichungen. Also selbst wenn der Flugbetrieb heute wieder anläuft, wird da nicht mehr wirklich viel planmäßig stattfinden können. Das kann man schon mal sagen. Vereinzelt wird es da zu Starts und Landungen kommen. Wir hoffen natürlich, dass die Fluggesellschaften sich ganz schnell wieder eindrütteln können, sozusagen, dass morgen der Flugplan wieder deutlich planmäßiger stattfindet. Aber auch für alle, die morgen fliegen wollen, müssen wir sagen, dass es da auch noch zu Verzögerungen und Streichungen kommen kann. Ja, das muss man ganz klar sagen, das war hier ein Akt brachialer Gewalt. Also hier ist jemand tatsächlich durch Sicherheitsmaßnahmen durchgebrochen und zwar mit hochkriminellen Absichten, ohne Rücksicht auf Insassen im Fahrzeug, auf irgendwelche anderen Menschen drumherum zu nehmen. Das muss man erstmal einmal vorabstellen sozusagen. Dann ist unser Sicherheitskonzept aber auch ein Mix aus technischen Maßnahmen und aus Sicherheitsleuten vor Ort. Das heißt, wenn wir es dann nicht schaffen, tatsächlich so jemanden erstmal durch die technischen Maßnahmen zu stoppen, dann aber auf jeden Fall durch Sicherheitsmenschen vor Ort. Und genau das war der Fall. Er wurde sofort lokalisiert und auch gestoppt. Solche Vorfälle zeigen natürlich, dass man sich Sicherheitskonzepte immer wieder laufend anschauen muss und auch neu bewerten muss. Also man muss ganz klar sagen, wir erfüllen die technischen Vorgaben und auch die gesetzlichen Vorgaben. Und nun werden wir natürlich mit den Behörden, mit den zuständigen Sicherheitsmenschen vor Ort auch nochmal schauen, was muss eventuell angepasst werden. Aber es gilt natürlich immer für alle großen Infrastrukturen hier in Deutschland. Der Flughafen wächst ja. Das ist natürlich kein guter Tag für den Flughafen, das muss man ganz klar so sagen. Kein guter Tag für die Passagiere, die heute, wir hatten immerhin über 30.000 heute geplant, die gerne reisen wollten. Natürlich, das ist kein guter Tag für uns. Andererseits muss man auch sagen, wir haben gesehen, dass die Alarmkette, so wie wir sie hatten, nämlich per Video und auch per Lichtschranke ist Alarm ausgelöst worden, der Täter wurde sofort geschnappt. Das ist für uns oder tatsächlich lokalisiert auch eine wichtige Erkenntnis. Also wir haben heute gewartet fast 10 Stunden hier und haben wir auch keine E-Mail, gar nichts bekommen von der Flugzeugcompany und so. Aber jetzt, ich hoffe, es klappt. Und